Guten Tag und herzlich willkommen zu Tatütata, die Polizei ist da. Hallo und willkommen bei 1000 Jahre Popkultur. Mit dem heutigen Thema Good Cop, Bad Cop, Polizei in der Popkultur. Episode 57, Part 2. Genau, ja. Genau. Wir haben schon ein bisschen was mitbekommen letzte Woche, wie so Polizeiarbeit in Film, Musik und Literatur verwurstelt wurde. Kann man ja unterschiedlich machen. Ja. Wir hatten Drama dabei. Sehr, genau. Komödie. Komödie dabei. Ja. Wir hatten Musik. Musik, ja. TV-Serien. Ja. Und es soll direkt mit einer Serie weitergehen. Ja, sehr schön. Ja. Und zwar mit einer Serie, die als eine der einflussreichsten Cop-Serien überhaupt gilt. Und wenn man mal so überlegt, würde man, glaube ich, nicht so ohne weiteres drauf kommen. Da bin ich gespannt. Ja. Aus welchem Jahr? Die Serie ging 1981 an den Start. 81. 81. Mhm. Straßenkonzert, nee, das älter. Das war in den 70ern, ja. Genau. Mhm. Miami Vice. Nee, das kam erst später in den 80ern. Ja. War natürlich auch wegweisend, ja, und bahnbrechend. Absolut. Ne? Genau, absolut. Genau. Warum diese Serie bahnbrechend war, dazu kommen wir jetzt natürlich. Ja. Es geht um die Serie Hill Street Blues, die, glaube ich, vielen gar nicht so ein Begriff ist. Ja. In Deutschland lief das Ding unter Polizeirevier Hill Street. Ah, doch, das habe ich schon mal gehört. Lief im ZDF. Ja, aber habe ich, glaube ich, nie gesehen. Ne? War nicht so der... Sag mal so, in unserem Haushalt war das nicht so der Renner. Nee, so ein Gassenhauer war es. Ne, da war es eher Kenny und Lacey von letzter Woche zum Beispiel. Genau. Ne? Oder Agentin mit Herz. Agentin mit Herz, genau. Genau, oder Simon und Simon. Ja, Simon und Simon. Die sind nicht alle großartig. Hießen. Die zwei war auch die zwei, genau, genau. Nein, aber Hill Street Blues gilt aus verschiedenen Gründen als sehr bahnbrechend und wegweisend. Ja. Denn die Serie war zu ihrer Zeit wirklich einzigartig. 1981, also kurz bevor die Serie anlief, galt die bisherige klassische Polizeiserie als verbraucht und tot. Mhm. Dead. Denn entweder empfanden gerade Kritiker so eine Serie als entweder zu schwerfällig oder aber zu leichte Kost wie Starsky und Hutch zum Beispiel. Das war so ein bisschen so Gangsterjagen und fertig. Ne? Ja. Genau. Aber auch ziemlich brutal ist das. Brutal, ja, die waren recht brutal, genau. Genau. Ja, durfte ich nicht sehen damals. Ne? Eben, genau. Da durfte man erst Harry Simon sehen, genau. Ja. Ja. Und dann kam aber Hill Street Blues und belebte das Fernsehen. Sie lief von Januar 81 bis Mai 87 und umfasste insgesamt 146 Episoden und wurde auf NBC gezeigt in den USA. Wie gesagt, in Deutschland ab 1985 dann im ZDF. Ja. Mit Blues ist gemeint Hill Street Blues. Blues sind die in blau gekleideten Polizisten. Okay. Und Hill Street, in der Hill Street befindet sich das Polizeirevier. Klingt eher so wie Hill Street Blues, so wie die Schwere der Hill Street. So. Ja, ja, genau. Ja, genau. So ist es nicht gemeint. Ja. Und die Serie beschreibt das Leben der Mitarbeiter eines einzigen Polizeireviers in der Hill Street in einer nicht näher benannten Großstadt. Wobei... das Intro und der Abspann Bilder aus Chicago zeigen und der Drehort selbst in Los Angeles gewesen ist. Also es ist so ein bisschen so eine Mischung aus verschiedenen Großstädten, aber zu einer fiktiven Großstadt zusammengewürfelt. Vorangegangen war NBC mit der Beauftragung der Entwicklung einer neuen Serie. Und geschrieben haben sie Stephen Bochco und Michael Kozol. Und beide, beziehungsweise Bochco, hatte bereits an Serien wie Columbo mitgeschrieben, also war jetzt ein unbeschriebenes Blatt sozusagen. Und sollte später nach Hill Street Blues so Sachen wie L.A. Law schreiben oder Doogie Howser oder NYPD Blue tatsächlich auch. Krass. Also kennt man ja alles. Ne? Ja, das kennt man alles. Ja. Und Bochco und Kozol bekamen als Serienautoren Freiheiten, neue Ideen zu entwickeln. Und das haben sie auch genutzt. Also, zum Beispiel war es so, dass es in jeder Folge miteinander verflochtene Handlungsstränge gab. War bisher oder bis dahin nicht gewöhnlich. Ne? Kannte man so nicht. Einige Fälle wurden innerhalb einer Folge gelöst, andere entwickelten sich im Laufe einer Staffel. Das, was man heute als sehr normal empfindet, war damals ein absolutes Novum. Ich kann sagen. War ein Novum. Ne? Dann, auch eher ungewöhnlich für die damalige Zeit, spielten auch persönliche Konflikte eine Rolle. Es wurden insgesamt Themen aus dem wirklichen Leben behandelt und auch ganz wichtig,
was es, also natürlich hat es auch Filme gegeben, die all das auch schon irgendwie mit untergebracht haben, aber keine Polizeiserie in dem Sinn, die das irgendwie dann auf den kleinen Bildschirm sozusagen gebracht hätte. Ja. Also beispielsweise, dass Fachjargon benutzt wurde oder auch Slang ganz normal Bestandteil dieser Serie war, was andere Serien zuvor nicht so gebracht haben. Gucken wir uns mal kurz die Figuren an, die Hauptfiguren. Da hätten wir zum einen Captain Frank Furillo, er ist der Leiter des Reviers. So ein ganz ehrlicher und ausgeglichener Typ, trägt immer so einen dreiteiligen Anzug, ist geschieden und beginnt direkt zu Beginn der Serie eine neue Beziehung mit der Pflichtverteidigerin Joyce Davenport. Die beiden halten das zuerst noch geheim, aber irgendwann heiraten sie dann auch und so weiter. Und die Folgen enden meistens mit den beiden im Bett, während sie die Ereignisse des Tages Revue passieren lassen. Oh, was man im Bett so macht, ne? Genau. Ja, dann eben jene Joyce Davenport, sie ist eben, wie gesagt, Pflichtverteidigerin, erfolgreich und angesehen. Und taucht immer wieder auf dem Revier halt auf, weil halt ihre Mandanten sozusagen vor Gericht gestellt werden sollen. Das ist dann so der Hintergrund, warum sie dort auftaucht. Ne? Dann hätten wir zum Beispiel den Sergeant Phil Esterhaus. Er ist der diensthabende Sergeant des Reviers, auch beliebt, freundlich. Und das Wichtige an seiner Rolle ist, dass jede Folge mit seiner morgendlichen Besprechung während des Appells beginnt, also eine Art Briefing, so kann man sich's vorstellen, dass er sagt, okay, heute Nacht ist der und der Banküberfall passiert, Leute, das und das passiert und so weiter. Und diese Besprechung endet immer, also quasi der Anfang der Folge endet immer mit seinem Slogan und seid vorsichtig da draußen. Ja? Also er schwört seine Kollegen ein, bloß nicht alles zu riskieren. Ja. Ne? Genau. Dann gibt es weitere Figuren wie einen Undercover-Detective, dann einen Country-Musik hörenden Cop, dann gibt es eine einzige Polizistin, die dort auf dem Revier ist, was dann manchmal auch noch was Ungewöhnliches war. Dann der Macho vom Dienst und so. Also es gibt halt so verschiedene Figuren, die verschiedene Charakteristika verkörpern. Und das waren jetzt nur so ein paar Hauptrollen. Ab Staffel 1, also Mitte Staffel 1, sind insgesamt als Hauptrollen 13 Figuren gelistet. Also 13 Hauptrollen in einer Serie zu haben ist... Also selbst für heute nicht so gewöhnlich, würde ich sagen. Damals absolut ungewöhnlich, gab es halt vorher so nicht. Ne? Genau. Und dann natürlich noch etliche Nebenrollen, ne? Die kommen ja auch noch dazu. Und entsprechend wuselig ist dann dieser Blick ins Revier. Also du kommst rein, die Serie beginnt und das ist sofort Action irgendwie. Jeder hat irgendwas zu machen. Da sitzen die Festgenommenen, da ist die Sekretärin, da ist der Sergeant, da ist die Staatsanwältin, keine Ahnung was. Ne? Also an jeder Ecke geht irgendwas ab gerade. Und die Serie, um das eben auch rüberzubringen, verwendete einen damals einzigartigen Kamerastil für Fernsehproduktionen, die unter der Woche liefen, weil das waren ja sonst eher einfach gestrickte Serien. Und zwar wurde zum Beispiel aus nächster Nähe gefilmt, mit schnellen Schnitten zwischen den Geschichten und den Gesichtern. Und anstelle von Studiokameras, die man auf dem Boden platzierte, also ganz normal Standkameras, wurden Handkameras verwendet. Da kam dann plötzlich so ein Tempo irgendwie in die ganze Geschichte rein. Zusätzlich gab es noch Dialoge aus dem Off, die dann nochmal so eine Art dokumentarischen Eindruck vermitteln sollten. Ja. Also es gab viele Neuerungen in dieser Serie. Und eben diese Tatsache, dass dieser Sergeant, den ich vorhin kurz beschrieben habe, fast jede Folge mit diesem Appell beginnt, mit einem Briefing über das, was passiert ist. Der Hintergrund dazu, klar, zum einen sollte das reale Polizeileben dargestellt werden. Zum anderen sollte auch das Publikum auf den aktuellen Fall sozusagen vorbereitet werden. Es war so eine Art Einführung auch fürs Publikum. Jetzt geht es in dieser Folge da und darum. Oder in der letzten Folge ging es da und darum. Viele Episoden sind auch so geschrieben worden, auch das hat es vorher nicht gegeben, dass sie im Laufe eines Tages stattfinden. Also das, was man auch heute kennt, was oft so Sonderepisoden sind in Serien. Ne? Also eine Technik, die später auch eben von LLO übernommen wurde oder Emergency Room, wo man dann ganz genau, weißt du, wo man dann so die Uhrzeit einblendet und sagt so 8 Uhr sowieso. Und dann endet die Folge mit, was weiß ich, 18 Uhr oder so. Ne? Also dieses... diese Technik, die man eigentlich auch so kennt. Ist authentisch irgendwie. Genau. Es hat auch viele Gaststars und auch aufkommende Stars gegeben, die Serie als Sprungbrett genutzt haben. Zum Beispiel Danny Glover kam schon mal drin vor, Andy Garcia, Frances McDormand, Tim Robbins, Lawrence Fishburne. Also cool. Die Liste ist ja echt endlos eigentlich, von Leuten, die man so kennt. Insgesamt.
Ja, ich glaube, sie läuft sogar noch auf irgendeinem Streamingdienst. Aber ich weiß nicht, ob das auch ein Streamingdienst ist, der in Deutschland. Ach so, okay. Da ist ja manchmal unterschiedlich, das Programm. Ja, gibt genau. Ja, viele jetzt, ne? Genau. Mhm. Ich würde aber mal vermuten, dass man es irgendwo findet, weil es einfach so eine bahnbrechende Serie gewesen ist, ne? Insgesamt waren die Kritiken gut, aber die Einschaltquoten gemischt. Das hatte auch damit zu tun, dass der Sendeplatz in der ersten Staffel ständig wechselte. Also mal war es an dem Tag, mal an dem Tag, somit konnte sich das Publikum gar nicht drauf einstellen. Ja, irgendwie bescheuert. Ja. Dann lief das. Ich dachte, es kommt morgen. Ja, so ein Scheiß, genau. Blöd, also wirklich, in der ersten Staffel lief es an vier verschiedenen Abenden so. Es wurde halt echt ständig rumgewechselt, bis man sich dann irgendwann auf den Donnerstag in den USA festgelegt hat. Und dann gab es noch weitere positive Kritiken durch Kritiker, nämlich dass beispielsweise ein Afroamerikaner eine der Hauptrollen innehatte und dass schwarze und weiße Kollegen miteinander gezeigt wurden als kollegiale Partner. Mhm. Dann gab es immer wieder auch überschneidende Handlungsstränge oder auch so das Thematisieren von moralischen Problemen, wie zum Beispiel Polizeikorruption oder Rassismus oder Alkoholismus. Und ja, es war einfach eine Serie, die nicht auf Kuschelkurs machte, sondern versuchte, so das wahre Leben eines Polizeireviers irgendwie darzustellen. Cool. Wobei NBC intern, da hat es wohl auch so eine Gruppe gegeben, die nochmal so mit schärferem Auge auf ihre eigenen Serien blickte. Und die nannten das Ganze zu gewalttätig, zu sexy, zu düster. Okay. Andere sagten, geil. Könnt ihr aus den Gründen gucken, was genau. Ja. Jetzt gucken wir das, genau. Naja, und gleich mit der ersten Staffel gewann die Serie 8 Emmys. Ein Rekord für eine Debütserie, die später... Das ist krass. Ne? Genau, direkt 8 Emmys. Das war ein Rekord, der sich so lange hielt, bis The West Wing kam, die Serie von vor einigen Jahren, und das Ganze getoppt hat. Mhm. Während der gesamten Laufzeit bekam die Serie, also wir sprechen hier von 7 Staffeln, ne? Oh, okay. Während der gesamten Laufzeit erhielt die Serie 26 Emmys. Wie viele Folgen pro Staffel? Das weiß ich nicht. Okay. Da üblich, denke ich, keine Ahnung, wie viel das so üblich ist. Ne? Mhm. Und insgesamt 98 Mal für einen Emmy nominiert worden. Mhm. Also ja, es war einfach eine Serie, die wirklich anerkannt war. Ne? Mhm. Die Titelmusik zu der Serie wurde von Mike Post geschrieben und wurde auch als Single veröffentlicht. Mhm. Und lustigerweise, obwohl es eben so ein Instrumentalstück war, war es im November 81 ein fetter Hit und erreichte Platz 10 der Billboard Hot 100. Und da fragen wir uns, was war denn das für ein Hit? Ja. Hören wir uns jetzt an. Ja, bitte. Ja, Mike Post als Komponist. Ja. Hill Street Blues Theme. Jetzt. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Ja, schön heimelig. Irgendwie, oder? Ja. Aber es gibt einem gleich so das Gefühl, man kennt das irgendwie so. Der Sound ist so vertraut, die Art der Melodie ist so vertraut. Absolut. Ja. Auch so ein bisschen Alf-Vibes. Stimmt. Ja. Dieses Ding, Ding, Ding. Einfach aufgegriffen und weiter adaptiert. Ja, genau. Ja, ich komme zu einem Film und damit auch zurück zu einem Protagonisten, den ich am Ende des ersten Teils unserer aktuellen Folge schon erwähnt habe, den ich eigentlich durch diesen Film auch erst so richtig kennen und schätzen gelernt habe. Ein Film aus dem Jahre 92. Kontroverser, sehr kontroverser Film, großartiger Film, absoluter Gucktipp, falls ihr ihn nicht kennt. Ich denke, die meisten werden ihn kennen. Die Rede ist von Bad Lieutenant. Mhm, habe ich nie gesehen. Ja, gucken wir an. Mhm. Bad Lieutenant, düsteres, provokatives Krimidrama, von Abel Ferrara inszeniert und von Zoe Lund und Paul Calderon geschrieben. Der Film ist bekannt für seine verstörende und kontroverse Handlung sowie für die eindringliche Darstellung des Hauptcharakters, gespielt von Mr. Keitel. Ja, worum geht's? Der Film spielt in New York City, da haben wir es wieder, und folgt einem namenlosen Lieutenant, der von Harvey Keitel in einer eindrucksvollen Performance gespielt wird. Also kann man auch nicht anders sagen. Also unfassbar, wie er diesen korrupten, drogenabhängigen Polizisten spielt, der von seinen eigenen inneren Dämonen gequält wird. Und während er auf den Straßen von New York Verbrechen bekämpft, gerät er selbst immer tiefer in den Sumpf von Kriminalität. Ja, die Handlung konzentriert sich auf den moralischen Verfall dieses Lieutenants. Der beteiligt sich an illegalen Aktivitäten, einschließlich Drogenhandel und Erpressungen, und setzt seine Position als Polizist skrupellos ein, um seine eigenen Interessen zu verfolgen.
Gleichzeitig führt sein Drogenmissbrauch zu zunehmend selbstzerstörerischem Verhalten. Und er steht halt relativ schnell vor einem moralischen Dilemma, als er den Fall einer jungen Nonne untersucht, die brutal vergewaltigt wurde. Die Nonne verweigert jedoch, den Täter zu identifizieren. Und der Lieutenant steht vor der Entscheidung, ob er sich für die Gerechtigkeit einsetzen oder seine eigenen Interessen verfolgen soll. Das nur mal so grob zusammengefasst. Also ich will auch gar nicht zu viel über die Handlung erzählen, weil die Bilder und alles spricht einfach für sich, so die Performance. Matt Linton ist halt wirklich verstörend und düster und setzt sich mit den Themen Schuld, Sühne, moralischer Verfall auseinander. Und die eindringliche Darstellung von Harvey Keitel als zerrissener Polizist und sein stetiger moralischer Verfall machen den Film zu einer beklemmenden Erfahrung. Die expliziten und schockierenden Szenen des Films haben zu Kontroversen geführt. Gleichzeitig wird er von vielen Kritikern als ein intensives Meisterwerk des Independence-Kino betrachtet. Das kann man so unterschreiben. James Beraldini schrieb auf Real Views, Bad Lieutenant sei ein Film, der von der Kraft eines Darstellers leben könne. Als ein Charakterstudio sei er jedoch uninspiriert. Der Regisseur sei definitiv kein Martin Scorsese. Mag sein. Das Lexikon des internationalen Films sagt, der Film sei unerbittlich hart in der Charakterstudio eines Menschen im existenziellen Chaos, der in ungewohnter Weise eine extreme Spannung zwischen dem Blick in die Abgründe des Hässlichen und Gemeinen und der Reinheit des Spirituellen auszuhalten versucht. Der Regisseur mute dem Zuschauer eine Erfahrung zu, die nicht so schnell abzuschütteln sei, denn der Film sei bei aller Härte eine im Kino ungewöhnliche Behandlung der Frage nach der Erlösungsbedürftigkeit des Menschen. Ja, die Zeitschrift Cinema resümiert, Moraldrama gleichzeitig krank und streng. Und die Redaktion von Prisma schreibt, Harvey Keitel glänzt hier in der Rolle des korrupten, drogenkonsumierenden Cops, der schließlich mit seiner sehr katholischen Religiosität in Konflikt gerät. Obwohl dieser Abgesang auf die Großstadt und die katholische Religion brillant gespielt ist, hat der Film trotzdem zu viele Längen und nervige Anspielungen, um vollkommen als Horrortrip einer gescheiterten Existenz zu überzeugen. Critic.de meint, Bad Lieutenant mute durch seine teils brachial direkten Einstellungen und das exploitative Spiel zwischen recht verstörend an. Bisweilen recht verstörend an. Aus diesem Authentizitätsanspruch bezieht der Film aber gleichermaßen seine Kraft, wodurch Ferrara mehr als einen Thriller geschaffen hat. Eine schmerzlich quälende Arbeit, die sich komplex mit Degradierung und einem Ringen um spirituelle Erlösungen befasst. Ja, der Film wurde halt in New York City und New Jersey gedreht. Er spielt in den Kinos der USA ca. 2 Millionen Dollar ein. Werner Herzog drehte 2009 eine Adaption mit dem Namen Bad Lieutenant, Cop ohne Gewissen und Nicolas Cage in der Hauptrolle. Kann man aber, glaube ich, im Vergleich zum Original vernachlässigen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ja, und noch ein interessanter Funfact. Jimmy Page, Gitarrist von Led Zeppelin, klagte gegen die Produzenten wegen des im Film mehrfach verwendeten Songs Signifying Rapper des Rappers Schoolie D., welcher den Gitarrenriff der Rhythmusgitarre von Kashmir ohne Erlaubnis von Page verwendete. Der Song musste daraufhin aus dem Film entfernt und noch erhältliche Videokassetten mussten vernichtet werden. Ja, Harvey Keitel gewann dann im Jahr 93 den Independent Spirit Award, für den außerdem Abel Ferrara und die Filmproduzenten nominiert wurden. Außerdem gewann er den International Fantasy Film Award des Festivals Fantasporto. Abel Ferrara wurde für den gleichen Preis nominiert. Abgeräumt hat ihn beide Male Herr Keitel, zu Recht. Das ist aber auch komisch, ne? Ja, schon, ja. Ich auch nicht so ganz verstanden. Ja, was hören wir jetzt? Wir hören natürlich der Song, der aus dem Film verbannt wurde. Ein Hip-Hop-Meilenstein. Der ist absolut, ein absoluter Hip-Hop-Meilenstein. Schoolie D, sowieso einer meiner persönlichen, eigentlich der Gangster-Rapper, wenn es überhaupt einen gibt, würde ich sagen. Soweit würde ich gehen, das zu behaupten. Wir hören Signifying Rapper. Und genießt es einfach. Viel Spaß. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Ja, der Schoolie, der die. Genau. Ich übergebe. Ja. Von Bad Lieutenant zu Good Lieutenant? Nee, zu Good Lieutenant und zu Bad Town, könnte man sagen. Ja. Ich wollte mich jetzt noch mal einem Klassiker widmen aus dem Jahre 67. In the Heat of the Night. Oh, geil. Ja. Ja. Ein auch wieder bahnbrechender Krimi. In the Heat of the Night. Wie war das hier? Sandra? Ja. Ja, weniger bahnbrechend, einfach nur unterhaltsam. Ne? Ja, das hier war beides. Es ist ein Krimi. In der Regie hatten wir Norman Jewison.
Und das Ganze basiert auf einer Romanvorlage aus dem Jahre 65. Ich merke gerade, dass ich irgendwie alles nur so Romanvorlagen hier irgendwie dabei habe. Aber manchmal ist das halt so. Ja, ist auch gut. Genau. Und falls ihr euch nicht mehr erinnert, In the Heat of the Night, wer ist der Good Cop? Sidney Poitier. Ah. Und wir hatten ihn letztens schon bei unserem School-Ding. Ne? Da ging es um Black Ball Jungle. Da hatte er eine kleine, aber wichtige Rolle. Und hier ist er jetzt aber in einer Hauptrolle, in der Hauptrolle zu sehen. Mhm. Und neben ihm haben wir noch Rod Steiger. Mhm. Und der Film behandelt vordergründig die Aufklärung eines Mordes. Ja. Tatsächlich geht es aber um den Umgang eines rassistischen Ortes mit einem schwarzen Detective aus dem Norden. Ah. Ja. Genau. Es ist das Jahr 1966. Mhm. Es ist Nacht im Ort Sparta in Mississippi. Es ist Sparta. Genau, und dann noch Mississippi, man, wenn man direkt den Koffer packen und wieder wegfahren. Genau, genau. Ja. Mhm. Der Polizist Sam Wood patrouilliert mit seinem Polizeiauto durch den Ort und stößt auf der Straße auf die Leiche von Philip Colbert. Colbert ist nicht irgendein Bürger des Ortes, nein, er ist ein reicher Industrieller, der den Bau einer Fabrik im Ort beaufsichtigt. Mhm. Also eine wichtige Fabrik, die eben auch Arbeitsplätze bringen soll. Und am Bahnhof stößt dann Woods, dieser Detective, auf Virgil Tibbs. Einen Schwarzen, der eine dicke Brieftasche bei sich hat. So, weil man das auch manchmal macht, wenn man irgendwie rein. Ja, genau, sofort verdächtig, genau. Außerdem Black, und das führt eben dazu, dass er sofort verhaftet wird. Mhm. Und dieser Typ namens Tibbs wehrt sich auch gar nicht großartig, lässt es erstmal mit sich geschehen, weil er wahrscheinlich weiß, wenn ich mich jetzt wehre, war es das mit mir. Puh, puh. Ne? So. Nun gut, sie landen da eben auf dieser Polizeiwache, und der Polizeichef Bill Gillespie, also eben gespielt von Rod Steiger, der beschuldigt Tibbs dann auch direkt des Mordes und des Raubes an eben diesem Colbert. Mhm. Bis ihm Tibbs dann doch irgendwann offenbart, dass er ein hochrangiger Mordkommissar aus Philadelphia ist. Mhm. Und in Sparta, in diesem Ort, hat er seine Mutter besucht und wollte jetzt eigentlich den nächsten Zug zurück nach Hause nehmen, bis er eben verhaftet wurde. So, und dann sagt er hier, das ist meine Polizeimarke, genau, echt ein bisschen ärgerlich so. Und er zeigt ihm dann eben seine Polizeimarke und sagt, rufen Sie mal meinen Chef in Philadelphia an, der bestätigt Ihnen das. Ne? Passiert dann auch, Gillespie ruft in Philadelphia an, der Typ bestätigt Tibbs Behauptung und rät dem Polizeichef zusätzlich noch, Tibbs da zu behalten, um bei den Mordermittlungen zu helfen, weil das nämlich ein Spezialist ist. Naja gut, also... Tibbs und Gillespie sind beide nicht angetan von dieser Idee. Also Tibbs ist einfach nur weg aus diesem rassistischen Ort. So, ne? Und Gillespie, was will er mit einem schwarzen Detective? Was bildet er sich ein? Ist er jetzt besser als wir oder so? Ne? Aber gut, beide willigen dann schließlich ein. Und nachdem dann Tibbs die Leiche untersucht und alle möglichen Utensilien anfordert, die er dafür braucht, alles so Chemiekram irgendwie, alle gucken so blöd aus der Wäsche, die drumherum stehen, denken, was will der jetzt so, ne? Kommt er tatsächlich auch zu einem anderen Ergebnis als der Arzt zuvor. Ja, also er schätzt den Todeszeitpunkt anders ein, weil er sich halt das, was wir heute auch so Krimis ja auch kennen, guckt sich die Finger des Toten an und untersucht halt, ne? Mhm. Wie man es halt auch von heute kennt. Mhm. Aber dieser Ort Sparta, ja, da war das da eben noch nicht so üblich. Und jedenfalls stellt er dann eben auch fest, dass der Mord nicht auf der Straße stattgefunden haben kann und Colbert vermutlich nach dem Mord erst dorthin gebracht wurde. Gillespie verhaftet daraufhin einen weiteren Verdächtigen, den sie in irgendeiner Spielhalle irgendwie aufgabeln, aber Tibbs kann schnell beweisen, dass dieser Typ auch unschuldig ist. Ja, also man merkt schon, irgendwie wird er recht vorschnell gehandelt. Ja. Deswegen Leute eingebuchtet, die eigentlich gar nicht wirklich untersucht wurden. Ne? Ja. Und es wird einfach immer wieder deutlich, dass diese lokale Polizei diesem Fall überhaupt nicht gewachsen ist. Gleichzeitig wird aber Tibbs von allen, von wirklich durchweg allen, als minderwertig betrachtet, was sie ihn auch ständig spüren lassen. Mhm. Ne? Also das geht dann vom Verwenden des N-Wortes oder er wird noch Boy genannt und all diese Geschichten. Ne? Manchmal auch subtilere Geschichten so. Ja, es gibt aber eine Person, nämlich die Witwe des Ermordeten, von Mr. Colbert sozusagen, die in Tibbs dessen Fähigkeiten erkennt, ja? Mhm. Und fordert, dass er bitteschön die Ermittlungen leitet, weil ansonsten würde sie den wichtigen Bau dieser Fabrik stoppen. Mhm. Und das wiederum hätte halt den Verlust vieler Arbeitsplätze als Folge. Okay, das heißt, jetzt ist er quasi der Main Man sozusagen bei der Aufklärung dieses Falls. Und im Verlauf des Films gibt es verschiedene Fährten, denen Tibbs und Gillespie nachgehen, also die beiden. Das ist dann im Prinzip dann schon so eine Art Buddy-Movie, ja, zwischen diesen beiden, die eigentlich überhaupt nicht so zusammenpassen.
aber dann eben diesen verschiedenen Fährten nachgehen. Und interessant ist dann eben auch diese Beziehung zwischen diesen beiden Cops. Also irgendwann merken wir auch, Gillespie beginnt Tibbs zu verteidigen und öffnet sich ihm gegenüber auch persönlich. Aber an gewissen Punkten gewinnt dann sein ja, anerzogener Rassismus die Überhand. Ne? Also das geht dann eben nur bis zu einem gewissen Punkt und dann ist Stopp. Und dann fällt er wieder in seine alte Rolle als ja, einer von vielen Rassisten in Sparta irgendwie zurück. Mhm. Und das ist so wie ja, interessant auch zu sehen, wie eben Gillespie wirklich auch ein Produkt dieses Südstaaten-Rassismus ist und irgendwie gar nicht anders. Also einerseits ist er eben ein Produkt seiner eigenen Umgebung, aber andererseits ist Tibbs so fähig in dem, was er macht und auch so gut und auch als Charakter ein positiver Typ, dass Gillespie gar nicht anders kann, als sich ihm gegenüber fair zu verhalten. Also er lässt ihn nirgends auflaufen oder so, also er behandelt ihn fair, er schützt ihn auch vor anderen Kollegen, ja, und beginnt ihn dann auch zu mögen und zu schätzen. Also es ist eine ganz interessante Konstellation irgendwie, die sich da so entwickelt. Ja. Ja, aber eben nicht so, also ich glaube, manch Film hätte das dann sehr schnell aufgegriffen, am Ende ist halt voll das geile Happy End irgendwie, so, versteht sich wohl super. So richtig kommt es dazu nicht. Man merkt, dass es so ein bisschen auf einer positiven Note sozusagen endet zwischen den beiden, aber da ist noch so eine riesige Welt zwischen denen. Da sind die späten 60er noch nicht bereit dafür gewesen, muss man sagen. Ne? Aber dieser Film greift das irgendwie total gut auf. Und natürlich findet dieser Film statt während der Bürgerrechtsbewegung, ne? Mitte der 60er Jahre ja auch in den USA. Also während wir im realen Leben Leute wie Martin Luther King, Malcolm X, die Black Panther und so weiter hatten, die für viele zum Helden wurden, war es eben auch dann jetzt endlich auch mal Zeit für einen schwarzen Helden im Kino. Ja? Und das ist jetzt so quasi die Rolle von Sidney Poitier. Also nach diesem Film, wo er eben so ein klugen, eleganten und besonnenen Typen irgendwie darstellt, der aber gleichzeitig auch nicht alles mit sich machen lässt, ist ihm ja auch das Wichtige. Ne? Das heißt, er wehrt sich auch in diesem Film. Ist das so ein Punkt gewesen, wo das Publikum gesagt hat, ja, endlich mal so eine Figur irgendwie. Und Sidney Poitier selbst hatte schon ein paar Jahre zuvor, 1964, seinen ersten Oscar bekommen und war entsprechend ja auch schon bekannt, ne? Also es war jetzt kein Unbekannter irgendwie für das amerikanische Publikum. Dieser Film hat ihn allerdings so in seiner Rolle zementiert irgendwie, ne? Also er war so der Leading Black Man des neuen Hollywood-Kinos sozusagen, was ihm ja auch echt lange Zeit auch niemand so genommen hat. Also eigentlich bis zuletzt, er ist ja, wann ist er gestorben? Dieses Jahr oder letztes Jahr, glaube ja, ich. Kurzem, also ne? Relativ frisch, ich glaube, tatsächlich in diesem Jahr 2023. Ja, kann sein, ne? Genau, also das bis zuletzt war er so der... diese Paradefigur irgendwie eigentlich. Ne? Ja, auch produktionstechnisch war das Ganze ein Meilenstein. Es war zum Beispiel der erste große Hollywood-Film in Farbe, bei dessen Beleuchtung Schwarze angemessen berücksichtigt wurden. Ja? Also der Kameramann, naja, ne, gibt ja durchaus Unterschiede, genau. Also der Kameramann Haskell Wexler erkannte, die übliche starke Beleuchtung bei den Dreharbeiten blendete dunkle Hauttypen zu stark und Gesichtszüge wurden dadurch undeutlich auf der, durch die Kamera. Genau. Und Wexler passte die Beleuchtung an, um Poitier besser bzw. realistischer darzustellen. Ja, cool. Nice, oder? Ja. Movie Nation schrieb 2023 über den Film und Poitier selbst. Poitier erhielt dafür keinen Oscar. Eine der größten Leinwandleistungen aller Zeiten. Aber das scheint 55 Jahre später eine Kleinigkeit zu sein. Wo auch immer seine Karriere sonst hinführte, in der Hitze der Nacht, also in The Heat of the Night, machte ihn zu einer Ikone, um die ganze Welt trauerte, als er letztes Jahr verstarb. Also 2022 verstorben. Ja. Ne? Genau. Ja, ein wirklich echt empfehlenswerter Film, finde ich. Also sozialkritisch, aber durchaus auch spannend. Also klar, wenn man auch wissen, wer hat jetzt diesen Typen ermordet. Ne? Aber tatsächlich ist das eher zweitrangig. Es geht wirklich um, ja, um diese Zeit und wie dieser Cop darin irgendwie sich zurechtfindet. Es hat dann auch nochmal, ich glaube, zwei Fortführungen gegeben mit Virgil Tibbs quasi in der Hauptrolle, als die, also ne, um diese Figur Virgil Tibbs herum. Aber keine der beiden wurde so erfolgreich wie das Original. Ne? Und auch die Filmmusik war geil, also geschrieben von Quincy Jones. Oh, ja. Cool. Ja, okay. Geiler geht's nicht. Muss man nicht mehr viel sagen, genau. Und von wem wurde der Titeltrack gesungen? In the Heat of the Night? Von Ray Charles. Oh, ja. Entsprechend kriegen wir jetzt ein kleines Bonbon hier. Bonbon. Bonbon. Hier kommt ein super Knüller-Knall-Bonbon. Da sprüht der Witz, da geht es rund. Da steckt die Stimmung wie ein Luftballon. War das Klimbim? Freunde, Lachen ist gesund.
Das ist die große, bunte Barney-Show, die alles froh. Aber da auch mit Klimbim, oder? Nicht nein, ganz so sleazy. Nein, genau, ja. Okay, also Ray Charles, In the Heat of the Night. Jawohl. In the heat of the night. Seems like a cold sweat creeping across my brow. Yeah. In the heat of the night, I'm feeling motherless somehow. Stars with evil eyes stare from the skies, all mean and bright. In the heat of the night, in a woman yet before. Knows how to make the most. For just a little light in the heat of the night. In the heat of the night, I I've got trouble wall to wall. Oh yes, I the night must be an ending to it all. But hold on, it won't be long. Just you be strong, and it'll be all right. Der Nacht. Wir bleiben auch in der Hitze der Nacht bei einer Serie, auf die ich zu sprechen kommen möchte, die noch nicht alt ist. Eine Cop-Serie? Ja. Und die schon jetzt, dank ihrer grandiosen ersten Staffel, Geschichte geschrieben hat, kann man fast schon sagen, denn es ist eine der beliebtesten amerikanischen Anthology-Krimiserien geworden in der kurzen Zeit, von HBO ausgestrahlt, aus dem Jahre 2014 mit dem Titel True Detective. Ah! Gesehen? Nein, aber ich habe sie mir dieses Jahr quasi auf meine persönliche Wishlist gesetzt. Sehr guter Wahl. Ich dachte, das muss doch jetzt mal sein, dass ich mir das angucke. Das musst du dir angucken, definitiv. Ja. Ihr müsst ihr euch alle angucken. Jede Staffel präsentiert eine eigenständige Handlung und Charaktere. Wobei die erste Staffel als besonders bemerkenswert gilt, da will ich jetzt auch gerade drauf kurz kommen. Die erste Staffel spielt in Louisiana und folgt den Ermittlungen zweier Detectives. Rust Cole, gespielt von Matthew McConaughey, und Martin Hart, gespielt von Woody Harrelson. Absolutes Dreamteam. Spielt im Jahre 1995. Das ungleiche Paar wird beauftragt, den grausamen Mord an einer jungen Frau und ihrem Ehemann aufzuklären. Und die Ermittlungen führen sie in die Abgründe des Verbrechens und der menschlichen Psyche. Dabei wird die Handlung in zwei Zeitebenen erzählt. In der Gegenwart, im Jahr 2012, werden die beiden Detectives erneut befragt, da ein ähnlicher Mordfall erneut aufgetaucht ist und die Umstände des alten Falls in einem neuen Licht betrachtet werden müssen. Und während Rust und Martin in der Gegenwart mit den Konsequenzen ihrer Ermittlungen konfrontiert sind, werden in der Vergangenheit dunkle Geheimnisse und Intrigen innerhalb des Mordfalls enthüllt. Mhm. Ja, die erste Staffel zeichnet sich durch ihre düstere Atmosphäre, komplexe Charaktere und psychologische Tiefe aus. Und die brillanten schauspielerischen Leistungen von McConaughey und Harrelson trugen maßgeblich zum Erfolg der Serie bei. Die Handlung ist von Mysterien und philosophischen Überlegungen durchzogen und hinterfragt Themen wie der Identität
Moral, Schuld und die Natur des Bösen. Insgesamt ist die erste Staffel von True Detective ein Meisterwerk des Krimi-Genres, kann man wirklich nicht anders sagen. Weißt du, wie viele Folgen die erste Staffel umfasst? Es sind immer nur so 8 Folgen, glaube ich. Ne, die sind relativ schnell geschaut. Zumal man also auch eine Art Miniserie. Ja, man kann sagen. Auch eigentlich nicht aufhören. Ja, ne? Es zieht einen eigentlich sofort in so einen Strudel. Mhm. Und es ist wirklich eine herausragende Erzählkunst und die faszinierende Charakterentwicklung, die bleiben in Erinnerung auf jeden Fall. Die Serie hat sowohl Kritiker als auch Zuschauer begeistert und etablierte sich als ein herausragendes Beispiel für qualitativ hochwertiges Fernsehen. Das muss man wirklich sagen. Ja, im April 2012 hat HBO die erste Staffel mit 8 Episoden in Auftrag gegeben. Der Schöpfer der Fernsehserie, Nick Pizzolatto, schrieb das Drehbuch für alle Folgen, während Kari Joji Fukunaga Regie führte. Beide sind zusätzlich Executive Producer und Pizzolatto noch Showrunner. Die erste Staffel spielt in der Küstenebene von Süd-Louisiana, in der sie auch in knapp 100 aufeinanderfolgenden Tagen auf 35mm Film gefilmt wurde. Das macht natürlich auch nochmal was aus. Die Hauptrollen eben McConaughey und Woody Harrelson. Weitere tragende Rollen übernahmen Michelle Monaghan, Michael Potts und Tori Kittles. Und im Mai 2014 gab dann der Drehbuchautor bekannt, dass eine zweite Staffel mit 3 Hauptrollen produziert wird. Und für die zweite Staffel wurden dann im September 14 Colin Farrell und Vince Vaughn sowie dann auch noch Taylor Kitsch für die Hauptrollen verpflichtet. Auch großartig. Viele finden die zweite Staffel im Vergleich zur ersten ist es natürlich schwierig, weil die erste wirklich herausragend ist. Aber ich fand die zweite nicht weniger schlecht. Also ich finde auch sowieso Colin Farrell und Vince Vaughn beides auch großartige Schauspieler, die das auch brillant machen. Und es gibt auch noch eine dritte Staffel, auch die war großartig. Da gibt es dann einen schwarzen Detective. Kurz zu den positiven Kritiken. David Wiegand von San Francisco Chronicle schrieb, die Dialoge sind wortgewaltig, anschaulich und provokant und sie tragen ihren Teil zur schauerlichen Grundstimmung der Serie bei. Regisseur Fukunaga nutzt die Louisiana-Drehorte hervorragend und gibt ihnen damit den gleichen Stellenwert in Bezug auf die Handlung wie die Figuren Cole und Hart. Alle Darbietungen sind grandios, auch die von McConaughey und Harrelson sind eine Klasse für sich. Ja, Robert Lloyd von Los Angeles Times lobte das Format der Serie. Wir sehen die Rückkehr der Miniserie, wiedergeboren aus dem Staffelhandlungsbogen über 8 bis 13 Stunden. Ohne Eile zum Ende zu kommen, gibt es Zeit für langsames, detailliertes Geschichtenerzählen mit viel Zeit für Unterhaltung und Stille. Ja, Alan Sepinwall von Hitfix lobte die Darbietung und Dialog und schrieb, die zwei Hauptdarbietungen sind so kräftig, der Dialog so aufrüttelnd und der Stil so intensiv. Ja, auch die deutschsprachigen Medien schrieben positiv über die Serie. Die Wochenzeitung Die Zeit lobte die Serie. True Detective könnte eine neue Vorlage zu einer Art Autorenserie werden, denn manche Geschichten verdienen es, so ausführlich erzählt zu werden. Frankfurter Allgemeine zeichnet die Serie als die beste Krimiserie des Jahres und lobte die Darsteller. Es müsste mit dem Teufel zugehen, räumten McConaughey und Harrelson für ihre Rollen keine Preise ab. Das Internetportal Giga schrieb, True Detective sei ein Meilenstein in der Entwicklung von Film und Fernsehen und dass es das Kino neu erfinde. Ja, also, ne, ich will auch viel mehr Pros kann man nicht geben. Ach so, dann noch Serienjunkies gab die Höchstwertung von 5 Sternen und schreibt, die Pilotepisode der von großem medialen Interesse begleiteten HBO-Dramaserie gelingt es nahezu perfekt, Tonalität, Milieu und Figuren zu etablieren. Feine Ironie konterkariert dabei die etwas zu dick aufgetragenen philosophischen Exkurse. Ja. Also, ganz heißer Gucktipp, wirklich eine herausragende Serie in diesem Genre. Wir hören ein Musikstück jetzt, und zwar von der amerikanischen Band Cop Shoot Cop. Hören wir den Titel $10 Bill. Viel Spaß damit. $10 bill, what you gonna buy?
kind of thrill. $10 bill in your pocket, a $10 bill. Tell me, where did you get that money? Who'd you have to kill? Share the cash now, nowhere to run. I got a big black gun in my pocket. I got a big black gun. Let's find a 7-Eleven and have some fun. $10 Banknote. Wir bleiben natürlich bei der Polizei. Ich habe mich einfach noch mal frech dazwischen gedrängelt und mache gleich noch ein zweites Thema. Natascha hat grünes Licht gegeben. Da werde ich dich wieder veranzeigen. Das kannst du ja gleich bei der nächsten Band machen, die ich jetzt in petto habe, die sich da nennt Die Polizei. Ah. The Police. Natürlich müssen wir die immer erwähnen. Hätte es auch mal in eine Monumentfolge hätte auch reingepasst. Ja, ist eine der einflussreichsten und erfolgreichsten Rockbands der späten 70er und frühen 80er und wurden 77 in London gegründet und bestand aus drei herausragenden Musikern. Der Stachel, der Sting, ne? Gesang und Bass, Andy Summers Gitarre und mein persönlicher Highland, die Stuart Copeland an den Drums. Die Musik war eine einzigartige Mischung aus Rock, Punk, Reggae und New Wave. Und ja, hat damals so in der Art niemand gemacht, nee, so richtig. Wirklich, ja. Genau. Ja, die Band veröffentlichte ihr Debütalbum Outlandos d'Amour im Jahr 1978, das sofort erfolgreich war und Hits wie Roxanne und Can't Stand Losing You enthielt. Und der Song Roxanne war auch so ein großer Durchbruch und half der Band, internationale Anerkennung zu erlangen. Ihr nachfolgendes Album, Regatta de Blanc, auch immer schön Deutsch, Englisch und Französisch mischen in den Titeln, aus dem Jahr 79, enthielt dann die Hits wie Message in a Bottle, Walking on the Moon, etc. Die Musik von Police zeichnet sich durch eingängige Melodien, Stings charakteristische Falsettstimme und die kraftvollen und dennoch präzisen Schlagzeugrhythmen von Stuart Copeland aus. Auch immer so Reggae, Ska im Blick, ne?
Die Band wurde für ihre Texte gelobt, die oft sozialkritisch und poetisch waren. Und Sting, der die meisten Songs schrieb, hatte ein Talent für das Schreiben von Songtexten, die sowohl anspruchsvoll als auch eingängig waren. Songs wie Every Breath You Take und Don't Stand So Close to Me spiegelten Stings lyrisches Können und die Fähigkeit der Band, wieder ernste Themen in eingängige Popmusik zu verpacken. Ihr Album Synchronicity von 1983 war dann ein weiterer großer Erfolg und enthielt Hits wie Every Breath You Take zum Beispiel, der zu einem der bekanntesten Songs der Band wurde und ihnen den Grammy für den Song des Jahres einbrachte. Trotz des großen Erfolgs und ihrer enormen Popularität entschied die Band dann 1984 auf dem Höhepunkt ihre Karriere aufzulösen. Die Mitglieder gingen dann getrennte Wege und verfolgten Solokarrieren, wobei Sting besonders erfolgreich war. Dennoch haben sie im Laufe der Jahre mehrere Reunion-Auftritte und Tourneen absolviert, um ihre Fans zu begeistern. Und die Musik hat einen dauerhaften Einfluss auf die Rockmusik und viele nachfolgende Generationen von Musikern gehabt. Bleibt ein ikonischer Teil der Musikgeschichte und wird weiterhin für die zeitlosen Hits und ihr musikalisches Erbe geschätzt. Erfolgsjahre ganz klar 78 bis 85. Da haben die auch einen Vertrag bei A&M Records unterzeichnet. Und genau, die erste von Copeland vorfinanzierte Single Roxanne war in den Charts zunächst aber ein Misserfolg. Die Polizei begab sich dann daraufhin 78 im Sommer auf eine durch einen Manager finanzierte Tournee in die USA, reisten durch den ganzen Kontinent mit geliehenen Instrumenten. Danach tourten sie in Australien, wo sich dann die ersten Erfolge in kommerzieller Hinsicht abzuzeichnen begannen. Von den Punkwurzeln hatte sich die Band dann aber auch weitestgehend gelöst. Wie ich eben schon sagte, haben die halt die Elemente von Reggae dominierend irgendwie mit eingebaut und dann internationale Erfolge erzielt. Und obwohl im England der 70er Ska und Reggae bereits sehr populär waren, war dieser Stilmix besonders in den USA noch eher unbekannt. Und abgesehen von einer Handvoll Reggae-Songs wie Eric Claptons Coverversion von Bob Marleys I Shot the Sheriff, blieben Charterfolge von Reggae-inspirierter Rockmusik da die Ausnahme. Genau. Als dann Outlandos D'Amour im Herbst 78 erschien, da war es dann aufgrund der erfolgreichen US-Tour auch in Großbritannien auf die Band aufmerksam geworden. Und unmittelbar nach Veröffentlichung des Albums startete das Trio dann auch dort die Tournee als Vorgruppe von Alberto y los Trios Paranoias, wer auch immer das sind, und veröffentlichte die Single So Lonely. Im Frühling 79 erreichte Roxanne dann Platz 12 in den britischen Charts und das Album Platz 6, ebenfalls erfolgreich war, Can't Stand Losing You. Zur selben Zeit nahm Sting dann erste Filmrollen an, zum Beispiel in Cradophonia, einem britischen Musikfilm basierend auf dem gleichnamigen Album von The Who. Danach kam dann Regatta de Blanc, wie ich schon sagte, mit Message in a Bottle, der Hit Platz 1 der UK-Charts. Und dann war es auch der europaweite Erfolg von The Police. Der kam sofort mit Walking on the Moon auch als Nummer 1 Single. Ja, die Auszeichnung für die Best Rock Instrumental Performance für Regatta de Blanc war der erste von insgesamt 6 Grammys. Miles Copeland organisierte eine Tournee durch Thailand, Indien, Mexiko, Griechenland und Ägypten. Brit Awards 82 Best British Group, 85 Outstanding Contribution to Music und dann noch die Grammys 81, 82, also zwei sogar 82, einmal für Best Rock Performance und dann nochmal Best Instrumental Performance und 84 Song of the Year für Every Breath You Take und nochmal zwei weitere Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocals for Every Breath You Take und dann nochmal Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocals for Synchronicity 2. Ja, wir müssen noch ein Stück hören, natürlich. Natürlich hören wir nicht Roxanne, wir hören auch nicht So Lonely, wir hören auch nicht Message in the Bottle, nein, wir hören meinen persönlichen Lieblingssong, nämlich I Can't Stand Losing You, den hören wir jetzt. So, gefährlichst. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Ja, die Polizei. Bleiben wir bei, ne? Bleiben wir bei, genau. Mhm. Und zwar wollte ich nochmal nach Deutschland gucken. Denn ich glaube, das haben wir weder letzte Woche noch heute
Ja, stimmt. Ne? Gemacht? Nicht, nee. Gar nicht. Und dabei hätten wir da auch aus dem Vollen schöpfen können. Absolut. Denn stimmt. Auch hier die, gerade die TV, ich wollte gerade sagen, die TV-Landschaft ist seit Jahrzehnten voller Krimis. Ja, absolut. Und sind absolute Quotenbringer. Ne? Ja. Also angefangen damals mit der Kommissar, die unsere Elterngeneration. Ja. Die schwärmt bis heute, ne? Klar. Ne? Genau, davon. Derrick oder davor noch Tatort mit seinem Mann, der Alte, genau. Die Soko mit all ihren Ablegern. Genau. Also wirklich, und dann wahrscheinlich zig andere Sachen, die auch heute irgendwie laufen. Im Norden wird ja auch gerne irgendwie produziert, so mit skurrilen Charakteren. Da gibt es ja ganz viele Auswüchse auch, was so Krimi- und Polizeiserien betrifft. Ja. Ne? Genau. Und für alle mal so ein Hinweis, ZDF und ARD-Mediathek, insbesondere ZDF-Mediathek, hat so eine Retro-Ecke. Hast du es gewusst? Nee. Ja. Tell me more. Ja, da haben sie halt auf ihrer Mediathek viele alte Serien, die in den 70ern und 80ern im Programm waren. Das ist waren. Ja geil. Genau. Da muss ich reinschauen. Ich heirate eine Familie zum Beispiel, zwei München in Hamburg. Aber eben auch sowas wie Derrick und der Alte. Geil. Kannst du da alles sehr geil watchen. Auch Mensch Bachmann und so. Das war geil, oder? Mann, war das geil. Ja, das ist auch, glaube ich, nie wiederholt worden, ne? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Nein, das haben wir so gerne geguckt. Ja. Super, geil. Ja, total gut gewesen. Naja, wir schweifen ab. Ja. Nur mal so ein heißer Tipp. Ne? Also man muss nicht immer irgendwie Online-Sachen suchen, sondern macht einfach mal guckt mal die Mediathek des Fernsehens. Steht euch zu, ihr zahlt alle GEZ. Absolut. Müssen wir nutzen. Ja. Definitiv. Aber es hat in den 80er Jahren neben all dieser großen Auswahl an Krimi- bzw. Polizeiserien eine ganz besondere dreiteilige Serie gegeben. Die ist mir nie aus dem Kopf gegangen. Jetzt bin ich gespannt. Und ich war ganz happy, dass wir jetzt dieses Thema Polizei, weil ich dachte, jetzt kann ich das mal unterbringen. Ja. Und zwar die Serie Wer erschoss Boro? Sagt ihr das nochmal? No. Das ist ja krass. Also mir bringt das so haften, weil das so was Besonderes war. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja. Also der Titel sagt mir nichts, aber wenn du es vielleicht jetzt erzählst, kenne ich es doch, ich weiß es nicht. Also es war ein Krimi-Dreiteiler im ZDF und lief im Januar und Februar 1987. Mhm. Also eigentlich eine Zeit, wo du wahrscheinlich auch viel Fernsehen hast. Ja, ne? Definitiv. Genau. Das Buch war von Herbert Reinecker, der unter anderem schon Kommissar und Derrick geschrieben hat. Ah, okay. Und wie ich jetzt rausgefunden habe, in der NSDAP war und SS und so weiter. Also, der hat eine unrühmliche nationalsozialistische Karriere hingelegt. Das ist krass. Das hat ihm aber nicht geschadet in der Bundesrepublik. Anscheinend, das hat ihn quasi befördert. Wahrscheinlich. Ja, genau, das gehörte ja dazu irgendwie. Ne? Okay, lassen wir ihn mal beiseite. In den Hauptrollen hatten wir in Wer erschoss Boro Ernst Schröder, Horst Bollmann, Edda Seipel, Richard Münch. Das sind jetzt nicht unbedingt so die... Never heard of them. Genau, also ich glaube, der Ernst Schröder war vor allem Theaterschauspieler und auch schon etwas älter in der Rolle des Kommissars. Okay. Das aber, was Wer erschoss Boro so einzigartig gemacht hat zu der Zeit, war, dass es ein absolutes Novum in der deutschen Fernsehlandschaft war. Denn zum ersten Mal war das Publikum an der Lösung eines TV-Krimis beteiligt. Und nicht nur aus der Ferne, auf der Couch, man guckt und schätzt, wer ist denn jetzt der Täter gewesen. Ja. Nein, zusätzlich zu den drei TV-Teilen, die im Fernsehen liefen, gab es im Buchhandel eine Handakte des Kommissars zu kaufen. Ja. Sehr gut. So, Fun Fact, das ZDF hat diese Handakte, also dieses Buch, komme ich gleich noch drauf zu sprechen, massiv beworben, sodass dann irgendwann der Vorwurf der Schleichwerbung aufkam. Und das führte dann auch, ich glaube, ein paar Jahre später noch zu einem BGH-Urteil und so zum Thema Schleichwerbung oder öffentlich-rechtliche, aber das nur abseits. Also das war das volle Programm, das man mit diesem Dreiteiler bekam. Sehr geil. Und diese Handakte umfasste auf knapp 160 Seiten alle Aussagen aller 11 Verdächtigen in dieser Serie mit einer Indizienliste und Tatortfotos. Also so ein richtiges Komplettpaket für Fans. Ja? So. Und, und damit war es aber nicht genug, denn wer die richtige Lösung einschickte, per Postkarte natürlich, konnte 10.000 Mark gewinnen. Ja. Und diese 10.000 Mark wurden insgesamt 10 Mal vergeben für 10 richtige Einsendungen. Ui. Also 10 Leute hatten die Möglichkeit, jeweils 10.000 Mark Preisgeld vom Sender zu bekommen. 100.000 insgesamt. Genau so. Ja, war ein auch absolutes Novum halt, so gab es so vorher nicht. Ne? Nee. Genau. Und das Ganze war so aufgebaut, also auch total skurril irgendwie. Der erste Teil nannte sich die Einführung. Und so wie es der Titel suggeriert, so war es dann eben auch, das Publikum wird in die Handlung von Hauptkommissar Clausen eingeführt. Das sagt mir wieder was.
Kommissar Klausen. Da klickt es gerade irgendwie. Erzähl mal weiter. Ja. Und zwar werden die Verdächtigen vorgestellt in dieser ersten Folge. Und zusätzlich, und das macht es echt ein bisschen weird, kommen die einzelnen Darsteller zu Wort, also die Schauspieler selbst. Und zwar konnten sie sich dazu äußern, ob sie das gut oder nicht so gut finden, der Täter zu sein. Also, wie fänden sie es denn, wenn sie jetzt der Täter wären? So, oh ja, weißt du, was ich meine? Ja, dann gab es. Ich war jung und brauchte das Geld. Ja, genau. Dann gab es Aufnahmen hinter den Kulissen, also der Kameramann und der Regisseur wurden gezeigt. Also total merkwürdig einfach, ne? Ja, und Ernst Schröder, die Hauptfigur, der Kommissar, erklärt, dass jeder Zuschauer der Kommissar ist. Genau. Und dann weist er auf die Handakte hin und er sagt, und sagt dabei, der Kommissar sind Sie. Ja. Dann gab es einen zweiten Teil und der kam 6 Wochen später ins Fernsehen. Mhm. 6 Wochen später, krass. Ist auch krass, ne? War insgesamt 100 Minuten lang. Und da wird dann quasi das Tötungsdelikt, also die gesamte Vorgeschichte erzählt. Ja. Also wir sehen da die Haushälterin Helene Heubel, die meldet der Polizei einen Toten. Und zwar Herrn Borowitz, genannt Boro, der ermordet in seiner Villa liegt. Ja. War immer eine Villa. In Deutschland war es immer eine Villa. Ja, meist, ja. Genau. So eine Altbauvilla halt natürlich, ne? Natürlich. Ja. Am Hang. Richtig, genau. Ja. Schöner Teppich und so, ja. Hauptkommissar Klausen und sein Assistent Hausmann nehmen die Ermittlungen auf. Und erfahren, Boro war eine Art Guru. Also er hatte keinen wirklichen Job, der war eine Art Guru mit 7 Anhängern. Also Menschen jetzt nicht irgendwie. Amuletten. Genau. Mit 7 Anhängern. Aber so eine reine Weste, wie es erst den Anschein macht, hatte Boro nicht. Denn er hat in Rom einen Mann umgebracht. Guck mal, heute Special Sound Effekt. Wir haben extra bis heute gewartet. Richtig, richtig, genau. Ja, also wie gesagt, Boro hat in Rom einen Mann umgebracht. Ja. Und nun stellt sich vielleicht die Frage, war es ein enttäuschter Anhänger aus seiner Gruppe, der diesen Mord begangen hat? Wäre ja naheliegend, ne? Wäre vielleicht naheliegend, genau. Und diese Folge endete mit den Worten, Haftbefehl gegen wen? Tadam. Tadam. So, und nun hatten die Zuschauer 5 Tage Zeit, ihre Lösungskarten einzusenden. Und der letzte Teil und die Auflösung folgten dann eine Woche später. Und dort erklärt dann Kommissar Klausen die Fehler des Täters anhand von Rückblenden. Und sagt, guck mal, da, daran hätten sie es merken können. Ja, geile Idee, ja, oder? Super geil. Ich meine, man muss einen langen Atem haben als Zuschauer natürlich, ja. Um wirklich, Meinst du, es würde heute noch? Nein. Nee, ne? Wäre die Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr gegeben. Nein, oder? Außer es ginge viral, sag ich mal. Und der halbe Planet wäre irgendwie. Aber es wäre mal eine geile Idee, das Konzept mal wieder aufzufrischen. Oder? Ja, voll. Warum ist da noch keiner drauf gekommen? Ja, keine Ahnung. Das ist völlig naheliegend, sowas mal zu machen. Absolut. Gerade jetzt mit dem Internet, du kannst dann nochmal ganz anders recherchieren. Das wäre so einfach, ne? Ja. Und gerade wenn auch so eine Art Preisgeld irgendwie noch dabei ist. Lass uns das mal machen. Ja, wir schreiben ein gutes Skript. Genau. Und dann schicken wir es zum WDR. Genau. Zum WDR, nicht zu Netflix. Ich dachte, wir go big or go home, würde ich sagen, Netflix oder? Disney oder so. Disney, genau. Ja, insgesamt, also das zeigt auch den Erfolg dieser Serie, gingen über 500.000 Antwortkarten beim ZDF ein. Also über eine halbe Million Antwortkarten. Und also der Spiegel schrieb damals, mit ZDF-Spots und Wohlwollenden, also Spiegel, ne, ist ja auch gern dabei, Sachen runterzuziehen. Ja, so, ne? Normal. Die schrieben schon damals, mit ZDF-Spots und wohlwollenden Pressemeldungen sollte vor der Sendung der Buchverkauf angeheizt werden. Eine filzige Allianz zwischen kommerzieller Werbung und dem öffentlich-rechtlichen Programmauftrag, die schiefgehen könnte. Das Werk liege wie Blei in den Regalen, melden Buchhändler. Ich weiß nicht, wie teuer das war. Mhm. Das weiß ich nicht. Kann natürlich auch den einen oder anderen Pfennig gekostet haben. Ja. Davon noch jemand hat bestimmt. Vielleicht mal irgendwie eBay mal checken oder so. Genau, irgendwie so eine. Vielleicht vor viel Geld werden ja, dabei. Genau. vielleicht auch nicht. Vor die Wertanlage. Ja, genau. Mhm. Rate mal, wer die Musik geschrieben hat. Christian Bruhn? Nein. Es gab einen Komponisten. Einen Bekannten? Einen sehr Bekannten. Der hat die 80er Jahre geprägt musikalisch für TV-Krimiserien. Ja, deshalb kam ich jetzt gerade auf Christian Bruhn. Gab noch einen zweiten. Ja, warte, Moment. Der dann auch Klaus Doldinger? Nein, der ist auch in Charts dann mit seinen Songs gewesen. Hat auch gesungen. Frank Farian? Nein. Nein. Wir hören im Übrigen jetzt auch nicht das Stück, das er für diesen Dreiteiler geschrieben hat. Der Song hieß Face to the Wind. Ja. Ach, Moment, aber nicht Frank Duval. Doch. Doch? Ja, wie geil. Alter, Frank Duval war auch super, ey. Ne? Genau, der hat doch den Freitagabend-Krimi veredelt. Ja, das kann man nicht anders sagen. Da kam das irgendwie was von
große, weite Welt, ja. Qualität. Ich werde das Medim von Mensch Bachmann nie vergessen. War das auch von ihm? Ja. Hey, hey, hey. Genau, ja. All day. Durch die Single noch vorne auf Vinyl. Ja, und weißt du noch, er landete 1900... Also, insgesamt schrieb Frank Duval insbesondere für Derek und der Alte über 185 Titel. Ja, krass. Ja, ist heavy, krass. Oder? Also, der war quasi... Lebt der noch? Im Ganzen, der lebt noch, ja. Der hat im Ganzen so eine etwas mystische, krimihafte er hatte so eine ganz spezielle Handschrift. Geschichte verliehen, ne? Genau. Fand die Sachen auch immer geil, weil die waren so geil komponiert und so geil auch mit den Synthes und so. Also, schon sehr... Ein sehr fähiger Typ. Und er landete sogar auf Platz 1 der deutschen Hitparade, nämlich 1981, Anfang 81, mit einem Song, den er für die Derek-Folge Dem Mörder eine Kerze aus dem November 80 geschrieben hat. Ja. Du kommst, also fällt dir immer noch nicht ein, von welchem Song ich rede? Ich weiß nicht, also wenn du den Titel sagst, wahrscheinlich, aber ich komme nicht drauf jetzt. Angel of Mine. Angel of Mine, ja. Und natürlich hören wir den jetzt. Ja, geil. Geil. Den hören wir jetzt. Ja. Genießt es. Genießt es. The True 80s in Deutschland. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Tja, der Frank, der Duval. Oder? Ja, super. Sehr schön. Ja, ich möchte noch abschließend auf einen Film kommen, der einfach nicht unerwähnt bleiben darf, weil er auch Teile meiner Kindheit und frühen Jugend begleitet hat, auch die Fortsetzungen und überhaupt auch die Vorlagen, weil letzten Endes das Ganze aus einer Serie nämlich entstanden ist. Die Serie hieß im Deutschen Die nackte Pistole, die im Original Police Squad. Hast du das nicht schon mal hier gehabt, frage ich mich gerade. Das ist möglich, aber ich weiß nicht, ob ich es als Thema hatte. Das kann sein. Das ist bestimmt mal erwähnt. Oder Leslie Nielsen als Typ vielleicht. Leslie Nielsen oder so, hatte ich ne? schon, ja, genau. Das stimmt. Ja, schieß mal los. Genau, es geht um die nackte Kanone natürlich. Ja. US-amerikanische Slapstick-Komödie aus dem Jahr 88 und der erste von drei Teilen der Reihe, beziehungsweise der Filmreihe, natürlich von Zucker, den Zucker-Abrahams-Zucker-Brüdern. Genau. Und... der ging eben aus der Serie Police Squad hervor. Und die habe ich erst später entdeckt, weil der Film hier ja auch so einen Hype ausgelöst hat. Ja, und in den Staaten war es die Serie, die den Hype schon ausgelöst hat. Und daraufhin wurden erst die Filme produziert. Genau. Also Szenen denken. Man hat sofort Szenen im Kopf. Ne? Genau. Ja, diese Serie, die erschien 82, also 6 Teile umfasste die Police Squad und bildete die Grundlage eben für den Film. Und der dann eben 6 Jahre später entstand und 2 Fortsetzungen hatte. Und lustigerweise waren eben auch Gags aus der Serie nochmal für die Filme aufgewärmt worden. Lief denn die Serie auch in Deutschland? Oder? Nee. Nein, ne? Also es gibt eine deutsche Synchro, aber die lief nicht wirklich. Also man konnte die sich ausleihen auf Video. Ne? Genau, war ja damals noch so, dass die jetzt irgendwo gelaufen wäre. Damals wüsste ich nicht. Das waren die Filme, die hier so erfolgreich waren. Genau. Ne? Hauptrollen Leslie Nielsen und Ed Williams. Sowohl die Serie als auch die Filme enthalten eben jeweils Elemente des Slapsticks als auch der absurden Komödie. Und der Stil ist eben bei allen Zucker Brothers Filmen, jeder von euch, der die kennt, weiß das, zu eigen. Ja, da werden dann insbesondere die amerikanischen Krimiserien der 70er Jahre parodiert, als Vorbild für die Vorspannmusik und die Figur des Frank Drebin, also gespielt von Leslie Nielsen, dient die Serie Dezernat M mit Lee Marvin. Ja. Im Rahmen von Nackte Kanone drehte Zucker dann später noch Nackte Kanone 2,5, 91 und die Nackte Kanone 33, 1 Drittel, 1994. Leslie Nielsen wurde eben als Frank Drebin weltbekannt und auch im deutschsprachigen Raum zu einem bekannten Filmstar. Kurz was zum Plot des ersten Teils. Also als Lieutenant Frank Drebin aus dem Urlaub in Beirut nach Los Angeles zurückkehrt, liegt sein Kollege Nordberg im Krankenhaus. Nordberg übrigens gespielt von O.J. Simpson. Genau. War einem Drogendeal auf der Spur, dessen Hintermann der Industrielle Vincent Ladwig ist. Und dieser plant ein Attentat auf die britische Königin Elisabeth II. Während ihres USA-Besuches. Und bei den Ermittlungen stellt sich Drebin jedoch immer wieder so ungeschickt an, dass seine Vorgesetzten in ihm bald die größte Gefahr für den Staatsbesuch sehen. Zu Recht. Drebin lässt sich jedoch von Rückschlägen nicht entmutigen, gewinnt sogar Ladwigs Sekretärin Jane Spencer als Geliebte und Verbündete, gespielt von... Priscilla Presley, genau. Auch großartig, fallen mir auch so ein paar Dialoge ein. Das war auch im deutschen Synchro tatsächlich sehr, sehr gut.
Ja, und bei einem Baseballspiel im Angel Stadium of Anaheim kommt es zum Showdown. Ludwig hat einen Baseballschläger durch, einen Baseballspieler durch Hypnose so manipuliert, dass dieser auf sein Kommando dann versucht, die britische Königin zu erschießen. Ein paar Fun Facts noch. Weird Al Yankovic spielt sich selbst in einer kurzen Gastrolle. Passt, ne? Ja, natürlich, ne? Ja, den unter Hypnose stehenden Attentäter auf dem Baseballfeld spielt der damalige Profi-Baseballspieler Reggie Jackson. John Houseman, der den Fahrlehrer spielte, stand für den Film das letzte Mal vor der Kamera. Der starb kurz nach den Dreharbeiten. Mhm. Und als Frank seinen Kühlschrank durchsucht, findet er etwas, das im Juni 92 abgelaufen ist. Dies entspricht dem Erscheinungsjahr von Die nackte Pistole, also von der Serie. Mhm. Jedes Mal, wenn Frank seinen Auto parkt, gibt es meistens einen absurden Unfall. Und dann noch in der Fleischereiszene wird die Szene aus dem damals parallel im Kino laufenden Film Batman persifliert. Stimmt. In der Jack Napier, später der Joker, in einen Säuretank fällt und seine Hand aus der Flüssigkeit herausstreckt. Der währenddessen zu sehende Siegelring landet in einem Hotdog, den Ludwig am Ende am Baseballstadion serviert bekommt. Ja, Drabbins Charakter enthält teilweise sehr starke Anleihen an Dirty Harry. Mhm. Und in der deutschen Fassung des Films wird eine Person dunkler Hautfarbe von einem Polizisten nach seinen Personalien gefragt. Dieser antwortet: Whitey Weißmann. Dieser Dialog fehlt in der englischen Fassung des Films und wurde für die deutsche Fassung nachsynchronisiert. Ja, die posthypnotische Aktivierung der Attentäter ist eine Parodie auf den Film Telefon. Mhm. Da werden auch Leute durch Telefonanrufe zu Attentäten oder sonst was morden. Aktiviert. Der Film erhielt überwiegend positive Kritiken, erreichte bei Rotten Tomatoes eine Bewertung von 86%, basierend auf 51 Kritiken. Bei Metacritic konnte ein Metascore von 76, basierend auf 13 Kritiken, erzielt werden. Ja, das Lexikon schreibt, die Handlung ist Auslöser für ein Feuerwerk von Slapstick-Gigs, absurden Parodien und Veralberungen erfolgreicher Film- und Fernsehgenres. Nicht immer dezent und geschmackvoll, aber irrsinnig komisch. Ja, ach so, die deutsche Film- und Medienbewertung. In Wiesbaden verlieh dem Film das Prädikat wertvoll. Mhm. Ja, der Film erzielte in den USA und Kanada Einnahmen von 78,8 Millionen US-Dollar und 61 Millionen in den übrigen Märkten. Absolut, muss man gesehen haben, ist definitiv ein zeitloses Gag-Feuerwerk. Und ich finde, sowas vermisse ich heute. Also sowas in dem Stile wäre mal wieder geil. Also könnte mir gut vorstellen, dass man sowas mal... Hat nicht, ging das nicht auch so ein bisschen in so eine Richtung, diese ganzen Veralberungsdinger? Ich weiß, was du meinst, ja. Von Horror-Sachen, das meinte ich jetzt. Aber die waren irgendwie... War nicht so einfallsreich vielleicht auch. Oder ein bisschen flacher einfach. Genau, ein bisschen flacher und... Genau, ja, nee, das passt schon. Also flacher trifft es ganz gut. Ich sehe gerade, Leslie Nielsen ist gestorben. Ja. Vor langer Zeit. Ja, der ist schon länger tot. Apropos tot, diese zweite Folge... Ist jetzt auch dope. Das stimmt. Ja. Die haben wir erschossen. Ich möchte abschließend noch einen Song spielen. Mhm. Ich hatte es im ersten Teil schon angekündigt. Komme noch mal auf Ice Cube zurück. America KK's Most Wanted. Der ist nämlich Ende der 90er, so 96, 97, in einem White Label ungeklärten Sample Remix einer Drum and Bass Jungle Formation namens Evil 2 nochmal rausgegraben worden. Eine schöne Textzeile aus dem Track, den wir im ersten Teil gehört haben, kriegen wir jetzt mit dem Remix Cops Ain't Shit zu hören. Und damit befördern wir euch in den Knast jetzt endgültig. Gehen Sie nicht über los. Genau, ziehen Sie keine 4.000 Dollar ein. Genau. Ne? Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Folge Episode 58, wenn es wieder heißt 1000 Jahre Pop, 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 Pop. Kultur. Auf Wiedersehen. Cops ain't shit with me, cause I'm slick and slippery. They can't get with me.
Cause I'm slick and slippery. They can't get with me. Cops, they shit.